Möchtest du eine lustige Schrottflinte freischalten, die ein bisschen stinkt? Dann bleib dran. Hallo zusammen, euer Pain ist am Start und heute schalten wir eine Schrottflinte frei, die einzigartig ist. Ich habe jeweils nie mit den Giftmunitionen gespielt und ich habe es eigentlich durch diese Schatzsuche, durch diese Schrottflinte erst kennengelernt und gesehen, wie Spaß es machen kann. Wo habe ich überhaupt diese Schatzsuche angefangen, sage ich euch gleich. Ich war hier, ihr habt es vor dem Map gesehen. Ihr müsst hier diese Schatzsuche annehmen. Danach müsst ihr natürlich dorthin fahren, laufen, fliegen oder wie auch immer. Ich habe natürlich diese Schatzsuche wieder bewusst gemacht, beziehungsweise für euch gemacht, weil erstens die Waffe lustig ist und zweitens ich auch wieder lange an dieser Mission hatte. Die Schatzsuche heißt Der lange Fall. Da geht es darum, da haben Leute jeweils einen Schatz versteckt, so dass es dann die Gegner natürlich nicht finden. Und die Schlüsselkarte hat einen Mitarbeiter und den Schlüssel muss ich finden, um die Waffe, die in diesem Raum ist, zu kriegen. Wie gesagt, bei einer Schatzsuche seht ihr immer eigentlich genug Infos, wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Aber der Schein trügt, man kann sehr viel vielleicht falsch machen, geschweige denn blind sein. Ich bin auch öfters gestorben, aber nicht weil ich sterben wollte, sondern seht ihr diesen Mitarbeiter? Der hat den Schlüssel, ich wollte den retten, so viel mal und dann passiert das, er stirbt, er geht einfach. Und ich habe auch schon den Fluss runtergeschwommen und ihn gesucht und gemacht und getan, also ich habe wirklich, ich war wirklich am Verzweifeln. Es kann doch nicht sein, dass diese Schatzsuche so schwierig ist. Unter Wasser habe ich gesucht und alles. Durch die Strömung kann man gar nicht zu dieser Leiter schwimmen, ist ja super, das geht auch nicht. Hey, nee, wie komme ich dann dahin? Also, der Mitarbeiter stirbt. Ich brauche aber den Schlüssel, der Mitarbeiter hatte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hinkriege. Irgendwo habe ich gelesen, ich muss irgendwie den Damm schließen, damit das Wasser nicht mehr durchläuft. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das muss ich herausfinden, wie man das macht. Natürlich versuche ich zuerst das frei zu schießen, geht nicht. Nach zahlreichen Versuchen habe ich gemerkt, ich muss da rein. Wie komme ich rein? Ich muss auf der anderen Seite zuerst mal das Schloss frei schießen. Und dann kann man rüberklettern und reingehen. Jetzt, wenn man drin ist, muss man eine Kombination machen. Habe ich auch nicht gecheckt. Ich habe gedacht, ich muss einfach alles starten. Funktioniert aber nicht. Hier steht die Reihenfolge, in welchen Reihenfolge man die Knöpfe jeweils drücken muss. Ich glaube, jetzt habe ich es direkt richtig gemacht. Ihr müsst zuerst da, da und dann das Ventil. Und dann ist alles auch grün und dann geht endlich auch der nächste Schritt los. So, jetzt muss ich immer noch den Mitarbeiter finden. Wie gesagt, ich habe lange gesucht und gedacht, okay, jetzt kann ich vielleicht doch mal dorthin schwimmen. Vielleicht finde ich doch jetzt den Mitarbeiter oder den Schlüssel oder irgendwas, aber leider nicht. Dann habe ich mit dem Handy ein bisschen geschaut und dachte, ah, hey, da ist ja jemand, da liegt ja jemand. Und so konnte ich natürlich endlich mal zu diesem Mitarbeiter kommen. Ich habe immer gedacht, es ist verbuggt, irgendwas stimmt nicht, es kann doch nicht sein. Und ja, da liegt er. Und da ist die Schlüsselkarte, den ich brauche. So, da geht man natürlich am besten mit dem Kletterhaken. Ich glaube, man könnte auch einfach runterspringen, aber ihr kennt den Sturzschaden bei Far Cry 6. Der ist eher stark, deswegen am besten mit dem Kletterhaken kurz sich lösen, die Schlüsselkarte nehmen und dann kann man wieder mit dem Kletterhaken hoch oder runter springen natürlich ins Wasser.
Wenn ihr übrigens neu seid hier, ich werde in Zukunft weiterhin Schatzsuche-Videos machen. Ich hoffe auch, dass Far Cry 6 noch ein bisschen anspruchsvollere Gegner macht, weil sonst verliere ich den Spaß am Spiel. Mir macht es Spaß, vor allem eben genau solche Sachen zu machen, Schatzsuche, Rätsel zu lösen. Und ich mache mir natürlich das Spiel geschmackhaft, indem ich mir selber Challenges mache, nur Pistole, nur Machete, nur Wurfmesser, wie auch immer. Jetzt zeige ich euch die Shotgun. Ich spiele nie mit Shotgun. Nie. Aber diese Shotgun, die macht einfach nur Spaß. Ich hatte, wie gesagt, vor der auch noch nie eine Giftmunition benutzt. Ja, ihr seht, wenn man sie anschießt, werden sie so rot. Und in diesem Moment, wenn sie so rot sind, sind sie so verwirrt, vergiftet. Es steht auch, es kann sein, dass sie sich gegenseitig dann angreifen und anschießen. Ich glaube, sie sind dann so wie so vom Schein getrügt, dass sie nicht mehr wissen, wie es läuft. Und wenn natürlich ihr eine gewisse Horde an Gegner pusht, ist es natürlich schon cool mit der Schrotflinte, weil ihr verschafft euch Zeit, indem jetzt zum Beispiel, ich habe alle drei angeschossen, ihr seht, die sind alle jetzt voll verwirrt. Ihr habt dann genug Zeit, die Waffe zu wechseln oder sie einfach mit dem Messer zu holen. Also unbedingt den Modus ausprobieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Peace out, meine Lieben.